Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Samstagabend. Jawohl, jetzt geht's los. Ja, wir starten durch. Frisch. Ne? Und wie ich schon auf YouTube geschrieben habe, ne? Mit vollen Hosen. Schauen wir mal, wie lange das jetzt gut geht. Also wie gesagt, ich habe jetzt nochmal versucht, den alten Spielstand irgendwie zu laden. Ging nichts. Ich habe schon gesehen, dass Jeffrey und einige schon geschrieben haben, es könnte daran liegen, dass ich zu viel gebaut habe. Kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, weil so viel hatten wir jetzt in Anführungszeichen nicht, auch wenn ich einzelne Module aus der Stonegate-Mod verwendet habe. Vor allen Dingen ist es nicht, irgendwie absolut nicht nachvollziehbar. Ich habe es ja versucht, dann irgendwie auf eine andere Festplatte von mir zu speichern. Das ging auch nicht, also Festplattenfehler war es auch nicht. Es ist einfach nicht nachvollziehbar. Ne? Das ist ja, eine recht komische Geschichte. So. Dann habe ich mir überlegt, ich fange jetzt alle 2 Tage eine neues Dorf an. Ne? Nicht, weil ich so viel Lust habe, sondern weil Jeffrey seine Reporte dann nur eine Seite lang sind. Deswegen, ne? Das finde ich jetzt ja, sehr angenehm. Nein, Quatsch, machen wir natürlich nicht. So, es gibt, ansonsten gibt es doch noch ein paar neue News. Ne? Ich bin gerade dabei, mir einen neuen Rechner zusammenzustellen. Ne? Ja. Und dann schauen wir doch mal, wie das alles dann läuft. Ne? Mit einem niegelnagelneuen, gut riechenden, blinkenden, leuchtenden neuen Rechner wird. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ne? Diesbezüglich habe ich auch eine Frage an euch, weil ich ja schon ein bisschen gemerkt habe, das mit der Kommunikation ist immer ein bisschen schwierig. Zeitlich bei mir bedingt. Ich lese eure YouTube-Kommentare, ne? Wenn die aufploppen, lese ich sie. Aber meistens fehlt mir dann genau in dem Augenblick dann auch Zeit, irgendwie darauf zu antworten oder sonstiges. Deswegen habe ich mir überlegt, wie können wir das ein bisschen anders gestalten? Und wenn dann der neue Rechner da ist, eventuell vielleicht, es gibt ja verschiedene Optionen. Die Kira hat mich zum Beispiel auf Instagram angeschrieben. Und ich wurde auch schon auf Facebook angeschrieben. Ja, das ist alles so semi. Ne? Was haltet ihr von der Idee, wenn ich den Discord-Channel von mir ein bisschen auf Vordermann bringe und wir uns einen Tag mehr oder weniger dann raussuchen, wo ich auch mal ein bisschen live dann da bin und ihr könnt dann eure Fragen stellen oder Anregungen oder. Das wäre mal so eine Option, die ich mir vorstellen könnte. Weil wie gesagt, ich bin nicht der Twitch-Freund. Ich habe zweimal auf Twitch gestreamt und muss dann ganz ehrlich sagen, dass ich war nicht überfordert, aber es war ein bisschen nervig. Ne? Das dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Aber wenn ich am Spielen bin und ich bin am Reden, gleichzeitig noch den Chat im Auge behalten, auf Fragen antworten, die vom Chat kommen oder so, das war mir ein bisschen zu, weiß nicht. Vielleicht bin ich da zu alt. Ne? Man weiß es nicht. Ne? Das gute Gleiskit wird ja demnächst ja schon 57. Gleich mal meine Stimme verändern, dass sich das dann da so anpasst. Ne? Und deswegen würde ich sagen, ich brauche was Gemütliches, was Ruhiges. Ne? Und von daher gesehen, müssen wir mal gucken. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr am liebsten hättet. Und ob das mit dem Discord-Channel dann irgendwie so eine gute Idee ist. Ne? Müssen wir mal gucken. Ne? Wie gesagt, arbeitstechnisch bin ich leider doch ein bisschen eingespannt und kann dann nicht immer gleich sofort irgendwie. Und ich schaue halt immer, dass ich so im gewissen Zeitabstand dann zumindest mal in einem Schwung dann die Kommentare mal durchantworte. Aber das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? So. Gut, dann würde ich sagen, weil die Kira mich auf Instagram angeschrieben hat und auch einige schon gesagt haben, von wegen, du kannst die Schafe nicht verkaufen und aus der vorigen Staffel, gehen wir das Ganze doch nochmal ganz durch, weil Kira war ein bisschen verwirrt, ne, bezüglich Kaufen und Verkaufen. Schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen an. Und zwar haben wir ja hier unsere Händler. Und was mich ein bisschen stutzig gemacht hat von Anfang an, war ganz einfach. Ja. Und jetzt wo. Und oh shit. Oh Gott, es ist peinlich. Ach, ist das peinlich. Ja.
vielleicht hätte ich in meinem Inneren... Oh Gott. Ja, wenn man natürlich dann einen Tee dazu dichtet, ne, kauft von ihnen, ja, dann kann das natürlich nicht klappen. Ja, wir können also wirklich... Oh Gott, ist das peinlich. Wollen wir nicht Mau Mau machen? Ich mache einen YouTube-Kanal nur Mau Mau, ne? So mit dem Kombi, obwohl, da mache ich garantiert auch. Ne, also, ja, also Kira, du hast vollkommen recht gehabt. Natürlich, wir können nur Vieh kaufen, aber wir können es nicht verkaufen. Was ich allerdings wirklich irgendwie total bescheuert finde. Ganz ehrlich. Weil wenn ich die Möglichkeit habe, Schafe zu züchten, könnte man die ja auch verkaufen. Ne? Aber vielleicht kommt es ja noch, keine Ahnung. Mein Gott, ich mache das wieder zu. Ne? So, schaut mal das schöne Dorf. Ablenk. Ich sage das, es ist echt immer ein bisschen was anderes, wenn du spielst, redest und aufnimmst und das für YouTube machst, als wenn du in aller Ruhe daheim sitzt und dir ewig Zeit lassen kannst. Und ja, so genug der Ausreden. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Jeffrey-Report an. Hoffen wir mal, kommt, dass da ein bisschen was Besseres rauskommt. Ja, Gott, ist die Mist. Ich glaube, ich beende meine YouTube-Karriere. Mal schauen. So, Foundation Folge 058, der Neuanfang 5000. Aua, unser Arzt musste mir die Einstiche von den Mistgabeln im Hintern mit ein paar Stichen zunähen, weil wir ja aus dem Dorf gejagt wurden. Aber wir haben uns dann auf der Flucht und dem Weg zur neuen Landschaft abends am Lagerfeuer gesagt, sollen die doch mal sehen, wo sie ohne uns bleiben. Puh. Also auf zu neuen Ufern, aber es sind doch die Berge geworden. Ja, das stimmt, ne? Ich finde aber trotzdem, es bietet ziemlich viele Möglichkeiten und schaut irgendwie schön aus. Ja, so als Bergmensch, ne? Schaut das gut aus. So, für den Anfang gleich mal eine Frage, Gleiski. Hast du eigentlich noch die eine Mod am Laufen, in der man eine Leiter hatte, um so einen Steilhang zu überwinden, wie wir bei den Vorkommen haben? Wenn ja, wäre das nicht eine Idee, diese dort dann gleich mal auszuprobieren, um zum Fuße des Vorkommens zu gelangen? So bräuchten wir nicht außen herumlaufen. Du bist so ein fauler Sack. Ne? Also, klar laufen wir da außen rum. Ja, die Leitern gibt's, aber ich finde die Leitern hässlich. Ne? Die Leitern sind übrigens in der Törö-Mod. Ne? So, hier, komm. Törö, Törö. War bei Decorations, ne? Ja. Ich mache die mal hier hin. Ja, so. Und muss ich mal wieder auswählen da hier. War das jetzt bei den Modularen oder bei den Terrassen? Ich glaube bei den Terrassen, oder? Ja, da. Das sind sie. Aber das, ich weiß nicht. Gefällt mir. Ich habe eine andere Idee. Na, also ich werde dir schauen, dass. Du hast ja sowieso mit dem Vorkommen nichts zu tun. Du bist ja unser Baufuzzi. Ja, also von daher. Doch alles gut. Ja, lass doch die anderen laufen. Und bis zu dem Vorkommen dauert es ja eh noch ein bisschen. Also von daher haben wir doch noch genug Zeit. Ne? So, zum Glück gab es eine Einleitung, so konntest du das Einzeichnen des Abbaugebietes nicht vergessen. Ich und was vergessen. Hallo? So, den Stoff dürften wir auch erst dann verbrauchen, wenn wir die Steinmetzhütte gebaut haben, denn die braucht zwingend den Stoff. Das stimmt. Oder wir kaufen uns Stoff. Na, geht ja auch. Gleiskit, zerreißen kann ich mich auch nicht. Da du mir ja drei Baustellen zugleich zugewiesen hast und die alle alleine bauen muss, konnte ich mich nicht um die Häuser kümmern. Oder willst du, dass ich irgendwann mit geplatztem Schuhwerk am Wegesrand liege, da ich ja schon auf Stufe 3 laufe? Ganz weit geht's. Also ich weiß nicht, was ist denn heute los mit dir? Ne? Erfüll deine Pflicht, ne? Wie es sich für einen anständigen Untertan gehört. Also glaubst du es. Aber du hast ja jetzt jemand an deine Hand bekommen. Oder habe ich das nur so geträumt? Aber ich habe dir doch, glaube ich, ja, guck mal. Ne? Also, Schluss mit Jammern. Sag mal, ist der Handel mit Mülle automatisch freigeschaltet, weil man unterhalb ihrer Produkte keinen Button zum Freischalten hat und dort auch nicht wie bei Northbury die Stufe 1 des Händlers und welche Mengengröße Mittel abnehmen würde zu sehen ist.
Ja, das hat mich auch schon gewundert, dass da auf einmal alle drei schon da sind. Ja. Hier musst du freischalten, ist okay. Aber Mittelneu ist nichts. Die sind ja mit Klerus verbündet. Kann höchstens sein, dadurch, dass ihr jetzt eine Kirche gebaut habt, dass dann irgendwie die Handelsroute gleich freigeschaltet wurde. Aber was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, dass das hier fehlt. Ja, wie du schon gesagt hast, das fehlt hier. Ja. Schon wieder eine seltsame Geschichte. Ja. Seltsam, sehr seltsam. Jo, habe auch bei circa Minute 46 im Hintergrund von rechts kommend sehen können, dass ein Händler am Dorf vorbeiläuft. Musst du eventuell mal beobachten, ob das vielleicht sogar der aus Müddel ist? Und das würde dann ja auch wieder erklären, warum wir im alten Dorf keine Schafe und Eisenbahnen an sie verkaufen konnten. Siehst du bist denselben Fehler bist du auch aufgesessen. Wir können keine Schafe verkaufen. So, Gott sei Dank, ich bin nicht allein. Ach, ist das schön, ich bin nicht allein. Ach, das freut mich jetzt. Doch, das ist mir jetzt so ein inneres Fest. Ja. Woran ist jetzt hier? Blablabla. Es scheint dann ja wirklich so, dass die Handelsmod nicht richtig funktioniert, oder? Die läuft gar nicht. Die Handelsmods, die vorher vor dem großen Update liefen, die laufen nicht mehr. Na, also ich habe jetzt auch noch keine lauffähige Version irgendwie gesehen, aber das ist, also es läuft keine Handelsmod. Das ist die ursprüngliche Handelseinstellung von Foundation. Da ist also nichts gemoddet. Musstest du deine Mods verändern oder hast du die Modliste aus dem alten Dorf retten können? Breit grinst und danke für einen schönen Neuanfang. Ja, gern geschehen. Die Modliste ist nicht verändert. Ist immer noch dieselbe. Ja, also bis auf die Mods, die nach dem großen Update nicht mehr liefen, sind immer noch die gleichen Mods am Stissel. So, komm hier, bevor du uns auch noch abhaust, vor lauter Reden. Ja. So, ja, das war er schon. Das war der ganze Jeffrey-Report. Ne? Das ist schon verlockend. Ne? Das ist so in Zukunft so, ne, so kurz. Ja. Gut, die bauen jetzt hier schon ihr erstes Steinhäuschen. So wie es ausschaut. Sehr nett von ihnen. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Was haben wir denn an Aufgaben? Momentan gar nichts, ne? Wir haben gerade keine Aufgaben. Das ist so schön. Herausforderungen mache ich jetzt nicht. Das war das letzte Mal auch schon Käse irgendwo. Es werden keine Herausforderungen verfolgt. Wie schaut es denn aus? Wir haben 155 Bären. Wir haben nur mickrige 8 Holz. Wir haben 39 Bretterchen. Wir haben 63 Steinchen. Wir haben 20 Stoff und 15 Werkzeuge. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Wie geht's uns denn jetzt mal hier so weiter? Soweit steht ja schon alles. Wir haben eine Kirche, die zwei Lager sind am Start, wir haben das Vogthaus, wir haben das Steuerbüro. Das ist schon alles okay so. Und wir haben ja gesagt, wir gehen im ersten Schritt hier rüber. Da habe ich, glaube ich, auch schon Land. Doch, das gehört uns schon. Okay. Das ist schön. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Ja. Das gehört uns schon. Das könnten wir kaufen. Da drüben haben wir noch nichts gekauft. Ach, guck mal hin. Echt jetzt? Ach komm. Das hätten sie doch jetzt ein bisschen größer machen können, oder? Also, es kann doch nicht wahr sein. Naja, gut. Gut, gut, gut. So, können wir. Mich gerade ein bisschen wundert. Warte mal, lass mal gucken. Ach so, die Frau Sonnenschein umwirbt die Arbeiterschaft, deswegen kann ich sie gerade nicht auswählen. Okay. Der Kämmerei, wie schaut es da aus? Da ist die Birgitta drin, oder? Ja. Gut. Das habe ich gemacht. Wen haben wir hier? Händler, Northbury. Was kauft denn er? Okay. Ich sollte vielleicht mal einen Schluck Kaffee trinken. Ist schon spät heute. Ja? Viel besser. Viel, viel besser. So, also, wir sollen von ihm kaufen: Werkzeug, Stoff, Fisch, blablabla.
Wachs, Eier, Ziegen. Nö. Wir können dann nie verkaufen. Golderz, was wir nicht haben. Behauene Steine, die wir nicht haben. Bären. Da nimmt er wahrscheinlich was mit. 12 Stück. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Doch, das bedeutet ja immer, dass er maximal 12 Dinge uns verkauft und wir können maximal 12 an ihn verkaufen. Und das steigert sich ja dann mit der Stufe. Okay, gut. Ja. Wir könnten eigentlich hergehen und ein bisschen unsere Bären noch ein bisschen pimpen. Arbeitslose habe ich jetzt einen. Habe ich die Zuwanderung? Die ist aktiviert, okay. Ich hätte fast vorgeschlagen, das mit den Bärchen, das pimpen wir mal ein bisschen auf. Das ist eine gute Idee, weil dann können wir die nämlich in den Verkauf packen. Das sollte klappen. Dann machen wir doch hinter der Kirche einfach so ein kleines Bärenidyll. Das machen wir jetzt. Das machen wir. Dazu werde ich allerdings ein bisschen schummeln. Aber das kennt man ja. Ne? Das kennt man ja. Habe ich nicht. Warte mal, habe ich die nicht? Doch, habe ich schon. So. Du musst dich doch hier kommen. Auch du. Auch du darfst. So. Dann werden wir uns mal hier eine schöne Bärenhöhle. Machen wir die hier hin oder. Ach, guck mal. Ach, nee. Das hat jetzt von hinten, so von weitem ausgeschaut, als wenn da irgendwie ein Teich wäre. Schade. Das wäre es noch gewesen. Wir haben hier auch noch Bären. Da müsst ihr was Land dazu kaufen. Das ist ja Quatsch. Schaut es mal hier aus. Da haben wir Bären. Wer bist du? Ah, die Frau Sonnenschein. Wir könnten auch die Bären ein bisschen auslagern. Hier so rüber. Gehört uns das hier? Ja, das klappt. Das machen wir. Das machen wir doch. Gut, das ist eine gute Idee. Da haben wir schon Bären. Da packen wir noch ein paar dazu. Kenne ich nix. So, dann machen wir hier schöne Bärenplantage. Oh, so lange speichert bin ich jetzt mal nicht böse, dass es ruckelt. So, dann packen wir hier mal ein paar Bären dazu. Zack. Und zack. Was? Euer Vogt ist von der diplomatischen Mission zurück. Ihr habt 10 Einfluss gewonnen in der Arbeiterschaft. Das ist doch schön. So, zack. Zack. Machen wir 2 Linien? Ja, komm, wir machen 2 Linien. So, zack. Zack. So. Chakalak. Zack, Libak. So. Und hier noch ein bisschen. So. Ja, sehr schön. Gut, dann hätten wir das. Dann lasse ich das mal bauen. Kaching. Und schon haben wir schön die Bärchen. Das ist doch fein. Aber die müssen ja auch hier wohnen. Ne? Ist ja nicht so, dass wir hier. Halt falsch. Da. So, dann nehmen wir mal die Resi. Resi Lazy. So, dann machen wir den noch schön hier hinten. Kleines Anwesen hin. Warte mal, ich muss ja auswählen. Machen wir das Commoner House. Da machen wir. Da. So. Das lassen wir hier. Warte mal, wie schaut es denn da aus? Da schaut es so aus. Dann machen wir es so. Kommt das hier so hin. Dann können wir da noch Zeug dran bauen. Das will ich aber erst machen, wenn ich glaube, wir machen. Ja, ich lasse das jetzt erstmal bauen. Zack, zack. Dann passt das. Weil dann baue ich nämlich noch gleich ein Bürgerhaus nebendran. Dann haben wir das nämlich auch schon geregelt. Falls wir die dann hochstufen. Und das machen wir uns jetzt mal so richtig schnieke schön hier hin. Ja. Das ist optimal. Habe ich schon?
So, dann kommt das hier hin. Dann machen wir das so. 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 Das hier mal so als Eingang hin. Einen Eingang. Und weil er hier schon läuft, machen wir hier mal einen zweiten Eingang hin. Zu weit weg. Klar. Spiel ist klar. So. Das machen wir hier so rüber. So. Bisschen angeschrägt. Passt. Dann kann das hier weg. Für die Deko brauche ich doch jetzt keinen Stoff, oder? Nö. Kostet irgendwie nichts. Wenn das nichts kostet, dann machen wir das dahin, ne? Was nehmen wir denn da Schönes? So was hätten wir auch noch, aber das ist immer so anstrengend, da jedes Ding da einzeln zu setzen. Ich würde fast sagen Green Flag Plane. Green Flag Torn? Oder lasse ich ohne? Ach komm, wir machen ohne. Ich lasse es jetzt mal bauen, können wir im Nachhinein immer noch machen. So, da wird schön gebaut, das ist gut. Dann machen wir hier eine kleine Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wandsche. So, nehmen wir den Schienenzaun oder machen wir mit Hecki. Wir können auch kombinieren. Könnte gut ausschauen. So, dann lasse ich das hier so rübergehen. So, dann geht das hier so rein. Zack. Dann hier so rüber. Zack. Dann lassen wir das hier hochgehen, rübergehen. Passt es dann für die Zukunft. So, und hier so wieder rein. So, das da weg. Und passt. Passt. Passt doch. So, und jetzt dann die Res. Res. Tschuck, tschuck. Tschuck. Citizen. Schön. Ein Citizen-Haus mit Eingang nach vorne bräuchte ich. Ja. Guck mal. Das ist auch nicht so protzig. Obwohl das mit dem Dachfenster ist jetzt doof. Das ist jetzt doof mit dem Dachfenster. Oder? Mal kicken. Ja, bisschen so. Ab wann erscheint das Dachfenster? Da ungefähr. Dann machen wir das doch so. So. Ja, kann man lassen. Vielleicht das Fenster hier noch ein bisschen weiter raus. So. Ja, geht noch. Das geht noch. Das ist doch gut. Lass mal auch gleich bauen. Sehr gut. Sehr gut. So, und dann brauchen wir die Hütten. Weil ohne die Hütten geht es ja nicht. Und deswegen, wie schaut es denn aus? 41 Bretter, 2 Holz. Warte mal, bevor wir da jetzt die Hütten bauen, was kostet mich so eine Hütte? Was kostet mich eine Hütte? Kostet 10 Holz. Heiderzacken. Die müssen wir uns erst verdienen, ne? So, die müssen wir uns erst verdienen. Ist auch nur einer drin. Packen wir mal 2 mit rein. So, dann sollte es ein bisschen flotter gehen hier. Dann sollte das flotter gehen. Na guck, und schon haben wir uns ausgedehnt. Wir ergreifen Besitz von den Landen. Jetzt ist natürlich die Frage, die latschen jetzt trotzdem den Weg hier, ne? Dann sollten wir uns den mal ein bisschen freischaufeln. Klink. So. Vogelperspektive. Läuft. So. Läuft. Kick mal. Kommt. Dadin. Dadin. Dann drehen wir es langsam ein. So. So. Da hier ein bisschen hoch. So. So. Hier so hoch. So. Dada. 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 So, Hammer. Sehr schick. Bauen.
So, da haben wir einen kleinen Weg durch den Wald durchgeforstet. Gut. Da wird noch fleißig gebaut. Ist auch okay. In der Zeit können wir mal hier ein bisschen das noch ein bisschen schöner machen. Dazu brauche ich allerdings meine geliebten Shrubberies. Die waren, glaube ich, hier mit drin, oder? Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, dann waren die hier mit drin. Da. So. Jetzt aber. Da hauen wir nämlich noch ein bisschen Grünzeug da rein. Dann schaut es nicht ganz so langweilig aus. So. Hier so, da so. Lirum, Larum, Löffelstiel. Da noch. Hier noch. Da noch. So. Ne? Oh, guck mal. Stufe emsig bei allgemeiner Fahrt erreicht. Neue Inhalte sind freischaltbar. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das Bärenfeld schaut auch gleich ein bisschen anders an. Anders aus. Achso, die sind noch nicht fertig. Jetzt habe ich gedacht, ich habe das Haus falsch rumgebaut. Danke, Jeffrey. So, jetzt haben wir das hier gebaut. Das ist schon mal schön. Da können die dann auch reinziehen. Holz 24, das ist schon mal gut. Da können wir jetzt mal zwei Stück gleich bauen. Stopp. Stopp, junger Freund. Northbury, okay. Na, jetzt können wir weitergehen. Gut. Wo sind sie? Da sind sie. Bauen wir mal zwei Stück hier hin. So und so. Ach komm, machen wir gleich drei. Machen wir gleich drei dahin, dann passt das. Der Jeffrey, ne? Damit er ihn. Oh, guck mal. Guck mal. Eieiei. So schaut das also von unten aus. Ganz schön viele Bäume, ne? Also um Holz brauchen wir uns hier überhaupt keine Gedanken machen. Das läuft ja schon fast wie von selbst. So, wir haben wieder einen Neuzugang, das ist schön. Das ist schön. Okay. Jo, doch idyllisch. Also ich muss echt sagen, ich mag die Map. Ne? Und bevor jetzt jemand fragt, welche Map das ist und wo man die downloaden kann, ist nicht. Das ist eine generierte Karte über den neuen Map Maker. Guck mal. Wir werden richtig beliebt. So, wir haben 20 Dorfbewohner. Mache ich da jetzt mal eine Pause? Wir haben 4 ohne Arbeit. Nee, machen wir mal lieber nicht. Das machen wir lieber nicht. So, kicken wir mal. Kicken wir mal. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das mit dem neuen Rechner läuft. Na, ich habe dann gleich mal vorsichtshalber will ich also auf jeden Fall 32 GB RAM. Soll ja auch schon ein bisschen was bringen, ne? Eine bessere Grafikkarte bringt auch was, ne? Hab ich mir sagen lassen. Ja, schauen wir mal. Wenn es soweit ist, dann schreibe ich auch mal so, was der Rechner alles drin hat. Irgendwo hin. Ne? Zum Nachlesen. Gut. Jetzt haben wir das hier so angelegt. Damit ich es nicht vergesse, machen wir natürlich gleich hier schön den Abbau schon mal hin. So. So. Perfekt. Perfekt. Passt. Kann man so lassen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, Sammlerhütte ist gebaut, die erste, das ist gut. Dann kann ich nämlich die da oben verlagern. Häusle haben sie ja auch schon. Das bedeutet, die Frau Kira und die Vermilia, die werden wir uns hier rüberziehen. So. Ich würde sagen, wir machen... Ich warte, bis 50 voll ist, bis das abgeholt ist. Und dann machen wir da die Pause rein. Weil am Anfang wollen wir dann, können wir nichts verschenken. Ne? Dauert aber noch.
Pro produzieren eine Beere. Oh, guck mal. Hat schon jemand abgeholt. Könnten eigentlich auch alles auf einmal abholen, ne? Das ist blöd, weil wir pausieren einfach. So. Machen wir es so. Wir pausieren die ganze Geschichte und dann werden wir sie hier rausschmeißen und werden die uns hier reinziehen. Wo ist die Vermilia? Da. So, dann sind die hier unten angesiedelt. Da muss ich bloß gucken, dass wir die. Na, guck mal. Guck mal, guck mal. Das hier raus und Kira, wo bist du? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Da. Ja, so, raus. Dann ist das erledigt. Da unten wird schon gearbeitet. Das ist, ja gut, die sind aber echt flott, die zweite. Die sind ja schon mal richtig flott hier. Guck mal. Läuft. Dann kriegen die noch einen Brunnen. Buru. Buru, buru, buru. Packt man den da hin oder am Ausgang? Oder wo packt man denn den Brunnen hin? Ich würde sagen, die packen wir hier so hin. So. So. Da kommt der Brunnen hin. So. Gut, das läuft. Das läuft. Was? War jetzt das? Nur weil ich hab dich doch nicht vertrieben, Kira. Einfach nur ein Umzug. Mensch, nimm mal so dramatisch. Einige neue Geschichte. Mist. Zu spät. Dann hören wir wenigstens mal den Ratschlag. So, Ratschlag, Edikte und Privilegien. Die Dorfbewohner glauben, dass ihr wohlhabend genug seid. Was die alles glauben. Um euer allererstes Edikt zu erlassen, das sind Gesetze und Richtlinien, die euch helfen, das Dorf auf neue Weise zu gestalten. Ihr könnt euch Privilegien, was? Ihr könnt auch Privilegien aktivieren. Das sind Vorteile, die von jedem der Stände gewährt werden. Einmal erlassene Edikte und Privilegien müssen vom Vogt überarbeitet werden, damit sie wieder aufgehoben werden können. Erlassen wir ein Edikt. Tada! Und? So, Ratschlag, ein Edikt. Okay. Gucken wir mal, haben wir überhaupt schon? Können wir überhaupt schon? Wir haben doch noch gar nichts, oder? Nö, müssen wir uns als eins erwerben. Ja, dann erwerben wir uns doch mal eins, oder? So, hier können wir sowieso neue Sachen freischalten. Edikt, vertraglicher Lohn. Edikt, vertraglicher Lohn, reduzierte Kosten jedes eurer Mandate um 50%. Reduziert die Dauer jedes eurer Mandate um 50%. Weiß jetzt nicht, ob das so toll ist. Können wir jetzt nicht. Da können wir noch nicht. Da haben wir noch nichts. Klerus, wie schaut's aus? Auch nichts. Wir können eigentlich nur das, ne? Hätte ich vielleicht noch ein bisschen warten sollen, ne? 100 Gold kostet der Spaß. Ja, komm. Dann machen wir das halt, dann haben wir das wenigstens erfüllt. So. Ratschlag befolgt. Ihr habt euer erstes Edikt erlassen. Einmal in Kraft gesetzt können Edikte und Privilegien nur von einem Vogt mit entsprechendem Mandat abgeändert werden. Ja, weiß ich. Gut. Schließen. So. Dann haben wir wieder einen Neuankömmling. Den nehmen wir mal auf. Den nehmen wir auf. So. Gut. Soweit, so gut. Na, wir könnten hier notfalls auch noch Steine abbauen. Ging auch noch. Aber dann hapert es hier. So, da wollte ich jetzt ja eigentlich noch ein bisschen Schischi dran machen. Das wollte ich machen. Lalalala. So. Kriegt hier nämlich noch so ein Dingens dran gedübbelt. So. Schaut immer gut aus. Da packt man dann Holz rein. So. Damit das Holz nicht nass wird. Gut, was haben wir denn noch Schönes? Nicht viel, ne? Können Stöcke. Sticks. Schauen in die Sticks. Oh, guck mal. Das schaut gut aus. Das nehme ich. Muss ich bloß hier rüber arbeiten. So. Pack mal hier mal so ein paar Stöcke rein. Das kann weg. Das kann weg. Dann können wir die doch hier so rein
Dingsen, oder? So. Oder schaut es doof aus? Schaut es jetzt doof aus oder schaut es doof aus? Stehen, fliegen. Geh doch mal weg hier. So. Nee, geht gerade noch. Schade, dass wir jetzt nicht so einzelne Stickies haben, weil dann könnte man die dann reinbasteln. Aber haben wir nicht. So, da kann man noch Module. Random House, okay. Was haben wir denn hier noch für schicke Module? Ein Tower. Ein bisschen übertrieben, war. Steinkamin. Snappt das jetzt? Oder snappt nicht, ne? Nö. Gut, snappt nicht. Wenn es nicht snappt, wird es nicht gebraucht. Okay, dann bauen wir mal. Habe ich hier noch ein bisschen Shishi dran gemacht. Auch gut. Das passt soweit. Das passt soweit. Doch ganz gut. Na, jetzt machen wir noch ein paar Körbe und sowas. Dann holen wir uns mal unsere Fantasy-Mod. Da ist sie. So, Fantasy. Was haben wir denn alles? Eine Schubkarre. Guck mal, wir haben schon lange keine Schubkarre mehr gemacht, finde ich. Ne? Was machen wir hier so hin? So. Ja. So, dann... Ne, haben wir nicht. Was bist denn du? Eine Fackel. Nee, keine Fackel. Keine Fackel. Aber was wir brauchen, ist auf jeden Fall mal ja, ein bisschen Wäsche. So. Und so. Das weg. Was ist hier los? Hallo? Holzfällerlage? Das ist schon wieder mit dem Holzfällerlage. Was bist du? Hä? Warum spinnen die hier so rum? Kommt man da gut hin? Wohnhaus nicht erreichen? Ja, das hat er ja selber schuld, ne? Das ist halt das, wenn ich die nicht baue, ne? Oh, warte mal. Das muss ich jetzt mal hier mal... Was ist denn jetzt los hier? Hä? Okay. Was ist denn los? Hä? Konnte strohgedecktes Kirchenschiff nicht erreichen? Ach, Foundation. Ja? Jetzt willst du mir aber schon ein bisschen verarschen, oder? Kann das sein? Das ist doch vollkommener Blödsinn. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Da ist doch überall wirklich mehr als genug Platz. Das Einzige, was ich hier noch machen könnte, wäre... warte mal. Zack. 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 So, ich könnte hier außenrum noch ein bisschen Platz schaffen. Das geht. So. Aber alles andere finde ich total daneben. Holzfällerlage. Was haben wir hier? Hier. Die kommen da nicht hin. Was ist denn das für ein Quatsch? Ach, Foundation. Foundation. Was ist los mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Hm? Wenn man dran vorbeilaufen kann, dann kann man es auch erreichen. Ja. Wir ignorieren das jetzt erstmal. So, dann kann ich jetzt mal hier ein bisschen weitermachen. Ne? Das ist viel interessanter. Ich brauche meine Körbe mit Beeren. Willst du mich veräppeln? Geh noch rein. Läuft doch alles. Wo sollen jetzt die Fehlermeldungen? Sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Alles gut? Was soll das? Was soll das?
Ihr kommt doch hier alle hin. Guck. Überhaupt null Brille. Da, guck. Die KI. Manchmal ist die KI mehr als komisch. So, jetzt aber hier weiter. Mein Gott. So, wir nehmen auf jeden Fall hier Körbe mit Beeren. Zack, 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 zack. Dann hier drüben hin, dahin. So. Dann hier vors Haus. Auch immer ganz wichtig. So. Das passt. Da weiß ich nicht. Ja, stellen wir mal. Stellen wir noch einmal hier so hin. So. Dann gab es das Ganze noch in klein. So. 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 Taucht. Zack. Wollen es nicht übertreiben. Okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Schubkarama, die ist obligatorisch Pflicht. Ne? Und damit soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ja, warte mal. Da haben wir das, das. Was bist du? Busch. Du Busch, Heidelbeeren. Okay. Nee, brauchen wir nicht. So, habe ich alles Unnötige weg? Ja. Zack, zack, zack. Na, gucken wir ihn. Doch schon idyllisch. Sehr idyllisch. Das taucht erstmal, würde ich sagen. Gut. Wir haben jetzt 5 Arbeitslose. Ich würde sagen, wir setzen hier, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt, mal hier noch 2 rein. So. Damit sollten sich dann auch die Bärchen steigern. Man kann es auch kompliziert machen, ne? Ja, kein Wunder, dass die die Wege nicht finden. Ja. So. Ja, guck mal, dann haben wir doch schon hier ganz nett, dezent dazu hingekriegt. Sehr schön. So, dann will ich aber jetzt mal nochmal gucken. Lassen wir das Spiel kurz speichern. Nicht, dass es meckert. So, so, so. Da, 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 da. Dup, 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 dup. So. Dann hier reingeht, knietscht. Obwohl bei... Da sieht man die Holzpfosten nicht. Nee, sieht man nicht. Sieht man nicht. Schlecht. Brauchen wir das nicht. Nehmen wir lieber die anderen. So, und das weg. Das weg. Das weg. Da nehmen wir die anderen. Können wir mal eine andere Farbe ausprobieren. Busch. So wird ein Schuh draus. So, 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 so. Und dann noch ran knietschen. Na komm. Ja. Dich da geknietscht. Du so geknietscht. So. Dann kommt das hier weg und das hier weg. Und dann haben wir es doch schon. Na guck mal. Na guck mal. Da schau hin, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. So, dann fliegen wir mal hier rüber. Nehmen den die noch mit. Sehr gut. Sind wir schon bei 22 Bewohnern. Das geht ja ruckzuck. Ruckzuck. Ruckuruckuru. So, dann können wir die Hütte abreißen. Ist auch alles leer. Das ist gut. Weg damit. Und wir werden auch das hier gleich wegnehmen. Zack. Zack. Wo waren das mit den Bären? Bären, Bärenstein und Steinbrüche entfernen. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Dann machen wir das aber hier. Warte mal, muss ich wieder von oben gucken. So. Zack. Bären weg. Gut. Dann wäre das erledigt. So, 4 Arbeitslose.
Wir brauchen viel mehr Beeren, deswegen setzen wir hier zwei rein. So. Das passt. Und dann können wir doch eigentlich jetzt die Beeren schon in den Verkauf reingeben. Wir haben ja, müssten jetzt dann genug Bärchen haben. Dann gucken wir mal. Wer kauft überhaupt jemand von uns? Ja. Ein Gold, ne, komm. Ist er. Ne? Bären. Wir werden alles oberhalb von 50 anbieten. Kaufen bis das wieder hinein. Alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. So. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Das passt. Gut. Dann bauen wir hier noch eine kleine Schatzkammer an. Gutshaus. Wählt eine Funktion. Schatzkammer. Wie bringt uns das? Raumgröße 5, Schatzkammer 150. Hier haben wir Schatzkammer 60. Könnte man doch eigentlich hier so einen Anbau dran machen. Guck mal. So. Ja, der macht sich doch da ganz gut. Der macht sich doch da ganz gut. Und dann würde ich sagen, bauen. Jawohl. Jut. Die Bärenkolchose. So soll es sein. Jetzt haben wir ja ein Mandat zur Verfügung. Da kann die Frau Sonnenschein gleich mal sich auf die Reise begeben. Erkundet ein Mineralvorkommen in der Umgebung. Ach, haben wir da nur zwei? Sind da nur zwei drin? Ja, die grünen. Zieh ein Privileg zurück? Nein. Zieh dann in den ein. Einfluss brauchen wir auch nicht. Nee, brauchen wir auch nicht gerade. Ich würde sagen, wir lassen das mal angucken. Und dann können wir mal schauen, was da sich drin versteckt. Ich hoffe mal Eisen. Und eventuell Stein, was wir jetzt am Anfang ganz gut gebrauchen könnten. Ja. Das wäre natürlich nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. So, der Fisch lungert da unten rum. Sind wir noch nicht so weit. Brauchen wir noch eine ganze Ecke bis dahin. Das braucht noch Zeit. Das braucht noch Zeit. Gut, jetzt haben wir also die Bären. Produktion, Ertrag 25. Alle Bestände sind 10. Eingelagert haben wir 57. Ist jetzt auch nicht so die Welt, ne? Ist jetzt noch nie so die Welt. Was da so drei Hütten abwerfen, A, zwei Leute. Da ist es nicht, sind nicht so viel. Muss man mal gucken. Sollte man mal im Auge behalten. Weil genug zum Abfriemeln müssten sie eigentlich haben. Denke ich. Hoffe ich. Es müsste eigentlich von der Menge her passen. Ja, aber wir kommen ganz gut über die Runden. Wir sollten uns nur überlegen, ob wir nicht doch noch eine zweite Nahrungsquelle uns erschließen. Das wäre noch eine Option. Das bedeutet eigentlich Brot. Brot für die Welt, Brot fürs Almdorf. Ja, nur die Frage. Obwohl, wir könnten ja hergehen und könnten sagen, ist ein bisschen abschüssig hier, ne? Wie viel Platz habe ich denn noch? Das gehört hier uns alles. Das ist schön. Dann können wir doch hier eigentlich,
auch wenn es leicht abschüssig ist, hier und hier so ein Weizenfeld anlegen. Obwohl ich tendiere ja dann eher zum Mais. Aber das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist gut. Können wir eigentlich schon irgendwas in der Richtung machen? Lass uns mal gucken. Ressourcen, Nahrungsmittelproduktion? Nee, können wir noch nicht. Schauen wir mal, was können wir denn freischalten? So, lass mal gucken. Na guck, Landwirtschaft. Weizenfarm, Windmühle, Bäckerei, Wagen mit Brot. Das ist doch schön. Was bist du? Warenmarkt. Okay. Und du so? Gemüsefarm. Okay. Mais. Maisfarm produziert Mais. Das ist nicht schlecht. Oder machen wir Weizen. Sollte für den Anfang jetzt eigentlich auch reichen, ne? Fischerhütte. Ja. Da. Anglerhütte. Mhm. Kleiner Speicher. Gemüsefarm. Steinmetzhütte. Was kostet uns das? 100. Puh. Nee. Nee, komm, wir machen ganz normal Landwirtschaft. Das ist in Ordnung. Das finde ich in Ordnung. So, gleich mal Personal holen. Und dann können wir das nämlich hier vorbereiten. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Kahlodung. So. So, dass wir mal ein bisschen einen Eindruck hinkriegen, was jetzt da Bäume. Oh, das ist aber. Ja, ich würde es fast hier so am Rand noch. Hier so. So. Dann schaufeln wir mal hier so frei und da so frei. Und dann haben wir gesagt, wollen wir hier drüben auch. Das bedeutet, außerhalb des Territoriums können wir nichts machen. So. Ja. Das sollte erstmal für den Anfang vollkommen ausreichend sein. So, dann haben wir doch die Ecke hier schon. Das sollte reichen. Es kann ruhig ein bisschen flach runtergehen, das ist überhaupt kein Thema. Ich will bloß die höchste Stelle ein bisschen absichern. Und das machen wir, wenn es gespeichert hat. Und dann die Mauer. Dann nehmen wir aber so einen Billigzaun. So einen Billig. Was bist du? Ja. Schienenzaun. Haben wir noch keinen geflochtenen Zaun? Nee. Komm, dann nehmen wir den hier. Dann machen wir hier ganz einfach mal von hier so rüber. So. Einfach so. Random. Ja. Das passt. Das passt. Warte mal. Vielleicht so sogar noch. Und dann hier so raus. So. So. So, dann haben wir das ein bisschen angezeigt. Den Weg könnte man ruhig noch ein bisschen so gestalten. So. Randommäßig da mal hingestellt. So, was brauche ich hier für Weizenfarm? Nahrungsmittelproduktion baut Weizen an und bietet Wohnraum. Das ist doch schön. So, lass mal gucken. Weizenfarm produziert. Ich brauche 10 Werkzeug und 20 Bretter. Wir haben 144 Bretter und 11 Werkzeuge. Das ist okay. Verbesserte Werkzeuge, Aktualisierung, ja, da haben wir das Zeug drin. Die brauchen wir, das ist Kloster. Verwenden Sie Weizenstroh als Stroh. Fügt ein Stroh zu den produzierten Ressourcen hinzu. Okay. Zusätzliches Feld. Hä? Ist das neu? Oder habe ich nie drauf geachtet? Produziert Weizen, beschäftigt Leibwagenwürdige Ressourcen, bla bla bla. Maximal 2 pro Gebäude. Okay. Okay. Verbesserte Werkzeuge. Multiplizierte Produktion mit 2. Gut. Gut, dann hätten wir hier die Weizenfarm. Die könnte man auch da hier so ganz schnuckelig dann. So? Nee. Oh,
Oh, wir haben Eisen. Sehr schön. Sehr gut. Eisen, Pupeisen. Nee, ich würde sagen, das nehmen wir hier in die Kurve rein. Wir haben jetzt hier einen Eingang und Ausgang. Wir haben da. Dann machen wir das nämlich so. So, hier hin. So. Dann einmal bitte bauen. Bitte einmal bauen. Ist doch gut. Dann ist die Uschi auch bald beschäftigt und kriegt dann wieder ihre Bäckerei. Das passt. Und wir haben Eisen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Dann soll sie auch gleich mal das andere erforschen. Dann wissen wir da auch Bescheid. Sehr gut. Sehr gut. Na, kommt doch langsam ihr Leben in die Bude. Perfekt. Dann haben wir die Produktion ein bisschen außerhalb vom Dorf. Das ist gut. Für die Holzfuzzis, das passt auch. Die sind auch noch relativ weg da. Obwohl die werden irgendwann weichen müssen. Weil wir natürlich dann Wohnraum brauchen werden. Aber wie gesagt, es gibt ja genug Wald. Also, da mache ich mir jetzt mal überhaupt keinen Kopf. Überhaupt keinen Kopf. Wir haben Minus. Konstruktion, Unterhalt, Verschiedenes. Durchschnittliche Tagesbilanz minus 13. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht, könnte aber auch sein, weil Ratschlag, Wohlstand des Dorfes. Eure Dorfbewohner würde der Anblick von ein paar Ziersträuchern gefallen. Das wären auch noch Etepetete oder was? Das wird die Attraktivität des Gebietes verbessern und für bessere Wohnhäuser sorgen. Allerdings müssen diese im Almanach erworben werden, sobald ihr über ausreichend Münzen und Wohlstand verfügt. Ja, das mache ich, wenn ich denke, dass es an der Zeit ist. Ne? So, gut, Kinders, dann würde ich sagen, an der Stelle können wir mal hier wieder einen Break machen. Ich brauche bloß ein gutes Thumbnail. Da bietet sich doch förmlich das hier auch. Guck mal, so schaut schön aus. So. Gut, wir sind also wieder da, wo wir auch vorher waren, nur kleiner anders höher. Und dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen restlichen Samstagabend. Ich freue mich wieder ein Ast, wenn wir uns dann morgen wiedersehen, am Sonntag zur Sonntagsfolge. Na, also, habt eine gute Zeit bis dahin. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.